Sehr geehrte Damen und Herren, in dem folgenden Tutorial möchten wir Ihnen die neue Leistung Multiraum in der Plancal Nova vorstellen. Multiraum ist eine Funktionalität, bei der für die Heizlast und die Kühllast Räume zusammengefasst werden können und die Flächen, insbesondere die Flächen, Wände, Fenster, Türen werden dann von einem Raum an den anderen Raum übergeben. Der Raum existiert in der Plancal Nova weiter und kann für die Heizkörperauslegung, Fußbodenheizung trotzdem genutzt werden, bekommt aber keine Heizlast, keine Kühllast. Ja, am besten zeige ich Ihnen mal diese Leistung. Ich habe mehrere Beispiele vorbereitet. Das erste Beispiel ist eigentlich der Klassiker, wo man diese Funktionalität verwenden möchte. Wir haben ein Projekt, ein kleines überschaubares Projekt. Ich habe hier im Untergeschoss ein Raumtreppenhaus. Ich habe im Erdgeschoss einen Raumtreppenhaus und ich hole mal kurz die Zeichnung rüber, im Obergeschoss ebenfalls. Jetzt möchte ich hergehen und möchte diese drei Treppenhäuser, beziehungsweise dieses eine Treppenhaus, was aus drei Räumen in drei Etagen besteht, verbinden. Dafür gehe ich her, ich beginne hier im Obergeschoss und definiere, dass dieser Raum hier in dem neuen Feld Raumstruktur kein eigenständiger Raum mehr ist, sondern ich ordne diesen Raum zu. In diesem Fall ist es das Untergeschoss und da ist das Treppenhaus UG. Den weise ich also zu. Jetzt wechsle ich in die Erdgeschosszeichnung. Ich gehe an diesen Raum Treppenhaus EG. Auch hier weise ich diesen den Treppenhaus zu. Und wenn ich mir jetzt hier im Untergeschoss diesen Raum anschaue, dann sehe ich, dass ihm zwei Räume zugeordnet worden sind. Und wenn ich hier mit dem Tooltext draufgehe, also die Maus im Moment halte, dann sehe ich, dass das Obergeschoss Treppenhaus und das Erdgeschoss Treppenhaus hier zugewiesen wurde. Ja, das war schon die Einstellung, die ich hier benötige. Und jetzt kann ich beispielhaft in die Heizlastberechnung hineingehen, kann einen Import ausführen. Erst über diesen Import werden die Flächen neu zugeordnet. Und ich fange mal oben an. Man sieht an dieser leichten Hinterlegung, also dieses transparent geschaltete, dieser Raum ist nicht mehr aktiv für die Heizlastberechnung und er führt keine eigenen Flächen mit. Das gleiche ist im Erdgeschoss passiert. Auch der Raum, das Treppenhaus im Erdgeschoss, führt keine Flächen mehr mit sich. Und hier durch diese dunkle Markierung als Multiraum zu erkennen, habe ich mein Treppenhaus im Untergeschoss. Dieses Treppenhaus hat ein Volumen bekommen, was sich aus den Volumen dieser drei Räume zusammenzählt. Und ich habe hier alle Flächen. Ich sehe hier Flächen aus dem Untergeschoss. Zur besseren Orientierung habe ich hier in den Geschossen den Raum Nummern nochmal eine Kennzeichnung des Geschosses mitgegeben. Ich sehe hier Innenwände, Außenwände, die aus dem Erdgeschoss kommen und hier nochmal Außenwände und Innenwände, die aus dem Obergeschoss kommen. All diese Flächen werden jetzt für die Heizlastberechnung entsprechend berücksichtigt und die normalerweise zwischen den Geschossen erstellten Decken und Fußböden werden herausgenommen. Also wenn zwischen zwei Räumen, die gekoppelt sind, Flächen bestehen, werden die entsprechend entfernt. Ja, das war das erste Beispiel, Multiraum. Ich schließe mal die Zeichnung entsprechend und rufe mir ein zweites Beispiel auf. Hier habe ich ein Erdgeschoss.
In diesem Beispiel, in diesem Erdgeschoss gibt es zwei Büros und einen Hallenbereich. Und in dem gleichen Projekt gibt es ein Obergeschoss. Das lasse ich auch mal aktualisieren. Und dieses Obergeschoss besteht komplett aus einer Hallenfläche. Ich sehe das auch nochmal hier im Schnitt. Hier sitzen die zwei Büroräume. Hier sitzt die Halle im Erdgeschoss und die Halle im Obergeschoss. Und ich möchte jetzt die Obergeschosshalle dem Erdgeschoss zuordnen. Also wähle ich hier mein Erdgeschoss aus und setze das Obergeschoss, Hallenbereich Obergeschoss, auf die Halle im Erdgeschoss und wir gehen wieder in die Heizlast und importieren diese Funktionalität wieder. Und ich sehe jetzt wieder hier mit einer hellen, mit einer transparenten Darstellung das Obergeschoss, welches nicht mehr in der Heizlast aktiv ist und was hier auch keine Flächen hat. Und in der Halle Erdgeschoss sehe ich dann die entsprechenden Flächen aus dem Erdgeschoss. Und auch hier die Flächen aus dem Obergeschoss. Aus dem Obergeschoss kommt jetzt zum Beispiel ein Fußboden dazu, der an das Büro im Erdgeschoss grenzt. Das ist also von dem Hallenbereich Obergeschoss habe ich einen Fußboden ans Erdgeschoss geerbt, der an das Erdgeschossbüro grenzt. Und auch wenn ich jetzt mal hier an das Büroschau. Die Deckenfläche des Büros grenzt an die Halle Erdgeschoss, eigentlich an die Halle Obergeschoss, aber die ist der Halle Erdgeschoss zugewiesen und darüber werden dann diese Verbindungen entsprechend gesetzt und ausgewertet. Ja, das war das Beispiel für die Halle. An diesem Beispiel können wir uns auch ganz kurz anschauen, wenn ich eine solche Verbindung wieder lösen möchte. Gehe ich einfach an den zugeordneten Raum, der im Moment auf das Erdgeschoss verweist und kann diesen wieder als eigenständigen Raum definieren und dann könnte ich so wieder diese Zuordnung auflösen. Ja, ein letztes Beispiel, was wir Ihnen noch zeigen möchten, dafür schließe ich das Beispiel Nummer 2 und wechsle zu dem Beispiel 3. Und hier in dem Beispiel 3 haben wir eine Situation. Jetzt zoomen wir mal den entsprechenden Bereich heraus. Ich habe hier im Erdgeschoss einen Raum und dieser Raum im Erdgeschoss hat einen Dachbereich. Und an diesem Dachbereich ist hier ähnlich wie eine Shed-Dach-Situation ein Stück Außenwand. Ich habe also hier unten eine Innenwand im Erdgeschoss, die an diesen Raum grenzt. Und habe hier drüber liegend ein Stück Außenwand, was hier mit einem Dach begrenzt ist. Man kann sich das auch mal im Online-Shading anschauen. Das ist eine Situation, die man halt hin und wieder vorfindet, dass ich hier also oben eine Art Shed-Dach-Bereich habe, mit in diesem Fall mit zwei Fenstern. Ja, auch dieses können wir jetzt lösen. Ich rufe mir die Obergeschosszeichnung auf, lasse kurz die aktualisieren und habe hier einen Dachbereich Obergeschoss im Moment noch als eigenständigen Raum. Den weise ich jetzt meinem Erdgeschoss zu. Da habe ich einen Raum mit Dach. Das ist also der darunter liegende Bereich. Hier in diesem Bereich habe ich dann keine Raumsituation. Schau noch mal kurz aufs Erdgeschoss. Hier habe ich halt diesen Raum, der darüber liegend diesen Dachbereich bekommen soll. Auch damit gehe ich jetzt in die Heizlastberechnung, importiere mir diese Informationen und wir sehen wieder, mein Raum Dach im ersten Obergeschoss hat keine Wandflächen erhalten und mein Erdgeschoss hat dann hier entsprechend diese Außenwand bekommen aus dem Obergeschoss mit den entsprechenden Fensterflächen.
bekommt natürlich auch die Dachfläche aus dem Obergeschoss. Die Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem Dachgeschoss wird ignoriert, weil sie zwischen diesen Räumen liegt. Es wird dann eben entsprechend die Information in die Nova eingeladen. Auf ähnliche Art und Weise, wie ich es hier mit diesem Schettdachbereich gemacht habe, kann man dies auch mit Gauben realisieren, dass man sich also eine Extrazeichnung macht für die Gauben und die Gaubenbereiche dann dem jeweiligen Dachraum zuweist. Dann werden auch dort die Flächen eingeladen. Ja, das war das Beispiel oder die Beispiele für die neue Funktion Multiraum. Wir hoffen, dass Ihnen die in vielen Situationen hilft und wünschen gutes Arbeiten mit der PlanCAL Nova.